Hi, wir sind die Familie Thumann und haben in Deutschland alles verkauft, um ein Leben auf der Straße im Wohnmobil zu führen. Ja, wir haben uns ein 17 Jahre altes Wohnmobil gekauft, einen Fiat Ducato mit einem Aufbau von Benimar. Und ich zeige euch heute unser Eigenheim von 8 Quadratmetern. Wir stehen schon mittendrin. Hier ist unsere Küche. Ja, in der Küche ist alles vorhanden. In den Schränken sind unsere Lebensmittel, Geschirr und Besteck verstaut. Hier unten ist ein Kühlschrank mit kleinem Eisfach. Unsere Herdplatte befindet sich hier drunter. Und hier ist unsere Spüle. Was wir uns zusätzlich noch mit eingebaut haben, ist ein Backofen. Einfach, weil wir total gerne Pizza essen. Zur Küche gibt es ansonsten eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Es ist alles da, was man braucht, alles vorhanden. Und wenn wir einen Schritt weiter gehen, kommen wir auch schon zur ersten Schlafmöglichkeit. Hier schlafen die Kinder. Die Sophie und der Jonas haben hier ihr Reich. Und was hier auch noch mit verstaut ist, sind die Klamotten von den Kindern. Die sind hier in diesen vier Schubfächern aufgeteilt, inklusive Hüte von mir. Ja, passt alles rein, alles ist gut verstaut. Und wenn die Kinder schlafen, kann man hier einen Vorhang zuziehen, sodass auch die Kinder ein bisschen Privatsphäre haben. Hier drinnen befindet sich unser Bad. Auch das ist ausgestattet mit dem Nötigsten. Wir haben ein Waschbecken, wir haben eine Toilette, wir haben jede Menge Staumöglichkeiten. Einmal hier oben und auch hier unten kann man noch Sachen verstauen. Unter dem Waschbecken sind noch Dinge, unsere ganzen Handtücher. Es besteht auch die Möglichkeit zu duschen, deshalb haben wir uns diesen Duschvorhang angeschafft. Der wird hier einmal rundherum gezogen und der Wasserhahn, der ist zum Ausziehen und dann könnte man auch duschen, tun wir aber nicht. Also wir hängen dann, wenn da den Schlauch nach draußen kommt, Fenster raus und duschen dann draußen oder eben am Campingplatz. Alles drin, was man braucht, alles Nötige, um ja, Zähne zu putzen und sich sauber zu machen. Hier ist unsere Essecke, unser Wohnzimmer. Während der Fahrt stehen hier die Kindersitze. Wir Erwachsenen sitzen vorne und wenn wir stehen, also wenn wir Stellplatz gefunden haben, kommen die Kindersitze weg, damit wir Platz haben. Und hier passiert eigentlich auch alles. Wir essen hier, wir spielen hier, wir arbeiten hier, wir basteln hier. Den Tisch könnte man auch wegmachen. Das heißt, den hebt man hier hoch. Dann hat man hier nochmal eine größere Fläche und kann das mal noch zu einem Gästebett ummontieren. Also wir könnten sogar Besuch empfangen. Ja, was ist hier drin? Hauptsächlich Kinderspielsachen. Wir haben hier Kinderspielsachen. Jeder hat eine Kiste. Hier oben sind Bastelsachen, Malsachen, Schreibsachen und ein paar Bücher, ebenso wie hier. Also das ist eigentlich komplett von den Kindern genutzt. Dann unsere Klamotten passen tatsächlich in zwei Abteilungen. Ja, das ist mehr oder weniger ordentlich. Das hier ist Moritz und das bin ich. Es sieht nicht viel aus, aber es ist tatsächlich total viel und wir haben auch schon festgestellt, dass wir viel zu viel mitgenommen haben, weil wir brauchen irgendwie gar nicht so viel. Es wird immer weniger, was wir brauchen. Die Schränke darunter sind noch befüllt. Hier einmal Windeln Jonas und von uns noch so ein bisschen Kram, iPad und eine Musikbox. Also hier ist noch Platz, ja, könnte man noch mehr anschaffen, tut wir aber nicht. Was wir hier auch haben, ist ein Ventilator. Wir haben keine Klimaanlage im hinteren Raum oder im Wohnraum, sondern nur
in der Fahrerkabine vorne. Deshalb haben wir hier noch einen Ventilator mit reingesteckt, reingekauft, damit auch hier die Luft erträglich ist, wenn es zu heiß wird. Ja, gehen wir weiter zum Schrank. Wir haben ja jetzt 4 Fächer schon für die Kinder, 2 Fächer für uns. Und wir haben zusätzlich noch einen Kleiderschrank. An dem Kleiderschrank ist so ein Schuhregal dran, das sind unsere Flipflops, unsere Wasserschuhe drin und jede Menge anderer Kram. Also hier wird einfach alles reingesteckt, was man gerade nicht braucht. Ganz praktisch so, dass man halt einfach Sachen auch ablegen kann. Der Kleiderschrank ist gut gefüllt nochmal. Das sind dann von der ganzen Familie Klamotten drin. Sprich Jacken für jede Jahreszeit, die Unterwäsche, die Socken, die Schwimmsachen. Wir haben hier noch Kamera-Equipment verstaut, Taschen. Also hier ist wirklich unendlich viel Platz drin. Wenn wir uns umdrehen, ist das zweite Bett hier oben. Hier schlafen wir, der Moritz und ich. Wir kommen da hoch mit einer Leiter. Die machen wir natürlich weg, wenn wir stehen, weil sie sonst im Weg steht. Aber am Abend tun wir sie runter. Die ist jetzt oben am Bett verstaut. Und dann können wir da hochklettern. Und auch hier gibt es einen Vorhang zum Zuziehen. Hier, wo ich gerade stehe, ist ziemlich viel Platz. Das heißt, wir haben hier nur einen Sitz. Wir haben das nicht extra so gemacht, sondern das war tatsächlich schon vorher so. Und wir haben überlegt, ob wir uns noch einen vierten Sitz mit reinbauen, also diese Bank vielleicht verlängern. Haben uns dann trotzdem dagegen entschieden, weil es einfach super schön ist, hier ein bisschen mehr Luft zu haben, ein bisschen mehr Platz. Was wir einfach machen ist, so Hocker rausziehen und dann setzen wir uns halt da drauf, wenn wir eine vierte Sitzgelegenheit brauchen. Oder wir drehen einfach den Fahrersitz um und dann haben alle schön bequem Platz hier am Tisch. Ja, das waren unsere 8 Quadratmetern, auf denen wir leben. Wir haben hier alles und wir vermissen nichts, obwohl wir uns sehr reduziert haben, stellen wir immer noch fest, dass wir irgendwie immer noch zu viel dabei haben. Also wir können durchaus noch einiges loswerden. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann dürft ihr das gerne unten in die Kommentare setzen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben.